Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis und dem Koalitionskrieg. Wir gegen Europa. Europa ist, glaube ich, gut, ja. So, wir schauen einfach mal, was wir jetzt hier noch tun können. Hier oben. Frankfurt. Hallo, Belagerung? Ja, wir schießen hier definitiv durch. Frankfurt hätte ich gerne, dass so schnell wie möglich fällt. Wo gehen denn die 92.000 hin? Nach Erfurt. Die 45 gehen mal hier nach Heidelberg dabei. München muss ganz schnell befreit werden. Memmingen gewonnen. Ach, das ist hier. Wir kämpfen um jedes Prozentchen. Um jedes Prozent. Ich habe jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5 Armeen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, alle belagern. Wir haben 4 Großschiffe verloren. Okay. Na gut. Tirol. Hohe Kriegsmüdigkeit, die verringern wir, die kaufen wir runter. Bis auf Polen schaut alles gut aus bei uns. Chile hat keinen Bock mehr, Memmingen hat keinen Bock mehr, aber wir kriegen die halt alle nicht raus. So, jetzt laufen hier jede Menge Trupps rum. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas holen können. München gewonnen. 100.000 Mann hier rein. Hier rein. So, da geht's jetzt rund. Nochmal 50.000 Mann. Ulm gewonnen. Du auch noch. Komm. Volle Armeestärke. Okay. 25.000 Mann gewiped. Plus wahrscheinlich noch eher mehr Kleinzeug. Gut. Du bist im Krieg, Baden? Ja. Baden ist im Krieg. Machen wir es anders. So, Baden ist im Krieg. Tirol ist im Krieg. Was ist denn die Hauptstadt von Tirol? Sieht man nicht zu viele Truppen. Hauptstadt von Tirol. Nanzig, okay. 100.000 Mann nach Nanzig. Okay, hier sind wir nochmal in einem Krieg. Geh mal hier rein, verstärk da mal kurz. Nicht, dass es gefährlich wäre, aber tu's einfach. Erfurt haben wir gewonnen. Köln. Baden. Du gehst dahin, du bist da. Okay. Ja, Frankfurt muss fallen. Wenn Frankfurt fällt, dann hätten wir erstmal gute Chancen. Da, Frankfurt ist gefallen. Jetzt müssen wir das hier mal ein bisschen ticken lassen. Wir nehmen gleich Mainz noch mit. Ja. Das ist echt die Hauptstadt. Hier ist ja nicht mal eine Festung drinnen. Festung. So, Köln. Krieg. Wie schaut's aus? 40 zu 61. Noch hat Frankfurt tatsächlich hohe Meinung. Wir haben Wien verloren, okay. Ja, ich will meine Truppen nicht aufteilen. Ich will meine Truppen relativ nah zusammenlassen, sodass ich notfalls immer
irgendwo bei mir verstärken könnte. 49.000 Kirchenstaattruppen. Okay. Und das ist das Problem. Jetzt haben wir hier 40.000, 60, 100.000 Mann. Breisgau gewonnen. Ich würde gerne hier rein, aber das funktioniert gerade nicht. Es sind gerade zu viele Truppen hier. Und unsere Rekrutenreserve geht runter wie Sau. Na, genau. Hier werden sich jetzt gleich ein paar Truppen versammeln. Die Belagerungen muss ich wohl aufgeben. 46 zu 58. Okay. Geht mal nach Trier. Ich habe Angst. Es sind mir zu viele Truppen hier. Memmingen verloren. Mainz gewonnen. So, jetzt hätte ich hier 200.000 Mann. 50, 60, 70. Komme ich noch hier in die Belagerung rein, ist die Frage. Nein, scheiße. Und jetzt stehe ich als Angreifer da. Vibe ich sie schnell genug? Ja, ich vibe sie schnell genug. Okay, dann ist es egal. 92.000 Mann. Memmingen. gerade. Okay, Handelseffizienz. General ist drinnen. Es sind gerade nur 26.000 Mann. Es ist München. Ja, geht schnell genug die Schlacht. Wird wahrscheinlich ein Wipe. Ja, wurde ein Wipe. 48 zu 53. Hier oben, Belagerung. Hier stehen 160.000 Mann von Utrecht. Utrecht auch gegen uns im Krieg wahrscheinlich. Utrecht. Ich kann in Utrecht alleine 116. Das sind gar nicht. Hä? Es sind 16.000 Mann. Ach, scheiße, okay. 16.000 Mann, dann ist es nicht so schlimm. Dann ist es nicht so schlimm. Wo gehst du jetzt hin? Nach Trier wollte ich eigentlich, dass du gehst. So, du befreist mal wieder Landshut. Ulm gewonnen. Hunderttausend Mann in die Oberpfalz. Fall. Kein Wipe. Kein Wipe leider. Okay. Treviso ist mir zu weit. Nein, nach Treviso gehst du nicht. Du gehst... Bleibst hier. Frieden! Frieden! Frieden, wir haben den Krieg gewonnen. Wir kriegen wahrscheinlich nichts raus. Was hätte ich gerne? Was hätte ich gerne? Eigentlich hätte ich ja gerne... hier irgendwas. Aber werde ich wahrscheinlich nicht bekommen. Nein. Die nächste Koalition würde sich ja dann direkt bilden. Nein.
Leute, wir machen gar nicht lang rum. 18 Kohle. Na, will ich nicht. Komm, Gehalt. Gehalt, ja. Ich könnte den Vasallen mir holen. Krieg, Religion erzwingen. Geht nicht. Kriegsreparation. Achso, alles nur von Frankreich oder Frankfurt. Ich will einfach nur Frieden. Haut ab! Ich habe die Koalition gewonnen! Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gesagt. Ihr habt am Anfang der Folge gesehen, wie unsere Städte vernichtet wurden. Ich könnte mal Festungen ausbauen, fällt mir gerade ein. Wir haben 600 fucking 1000 Mann verloren. Okay. Ich bin gerade happy. Muss ich vielleicht echt so sagen. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr happy, dass wir das überlebt haben. Ich habe gedacht, unser letztes Stündchen hat jetzt geschlagen. Wir werden jetzt so richtig aufs Maul bekommen. Aber nein, wir haben es geschafft. Geil. Also wenn ich den Krieg natürlich jetzt weitergeführt hätte, eventuell wäre noch ein bisschen was rausgesprungen. Das mag durchaus sein. Aber 31.000 Mann Rekrutenreserve. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Provinz zu sprechen. Urfa. Provinz zu sprechen. Antep. Antep. Provinz zu sprechen. Malayata oder so ähnlich. Malayata. Ja, und hier hätte ich eigentlich noch viel mehr gerne genommen. Aber hat sich jetzt erledigt. Ihr könnt euren Militärzugang in Puppe schieben. Wer mich so ärgert. Nein. Mecklenburg und Polen hat die gleiche Dynastie. Warum kommt kein Wittelsbacher auf den Thron? Thron beanspruchen kann ich ja leider auch nicht. So, Wirtschaftsideen. Nein, da wollen wir auch nochmal nach oben. Okay, wir stellen uns mal ein bisschen anders auf. Gegen Frankreich komme ich jetzt gerade nicht in Krieg. Wir könnten gegen England in diesen Krieg ziehen. Das Problem ist, wir werden nicht hier rüberkommen, nehme ich mal an. Wir werden wahrscheinlich nicht darüber kommen. Flotten Großbritannien. Ja, keine Chancen. Okay. Dann wird der nächste Krieg irgendwas hier unten sein. So, so stellen wir mal unsere Leute auf. Vielleicht hier Georgien. Georgien würde mir vielleicht ganz gut gefallen. Unsere Schiffe legen mal kurz in Istanbul an. Oder in Venedig, das ist glaube ich kürzer. Wobei, ist vollkommen wurscht. Wir upgraden die Armeen ein bisschen. Wir schicken unsere Diplomaten aus. Verbündete eigene Untertanen. Puh, mir fällt gerade echt ein Stein vom Herzen, dass wir die Koalition überstanden haben.
hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Vielleicht hätte man noch ein bisschen weitermachen sollen und die Leute noch ein bisschen bestrafen. Kann ich den nicht? Warum kann ich den nicht entlassen? Dann hau mal den hier weg. Ach, jetzt ist er ja weg, der Admiral. Hä? Hing jetzt hier irgendwas am Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, dich wollen wir gerne upgraden. Wie schaut das aus mit Schiffen? Wir haben jetzt wahrscheinlich zu viele. Ne, wir haben doch einige erobert. Und trotzdem nicht zu viele Schiffe. Na gut, na gut. Wir machen 60 Dukaten plus. So. Dann hätte ich gerne mal kurz eine Ansicht. Gibt es sowas wie eine Festungsansicht? Ich glaube schon. Festungsstufen. So, ich hätte gerne eine 8. Eine 8. Eine 8. Und kein Geld mehr. Gut. Ja, Festungen muss ich mal so nach und nach ein bisschen updaten. So, wir drehen auch die Geschwindigkeit ein bisschen nach oben. Wir müssen uns mal ganz kurz ein bisschen erholen von dem ganzen Gemetzel. Jetzt habe ich blöderweise meine politische Ansicht weggehauen. Irgendjemand ruft mich am Handy an. Wahrscheinlich irgendeine dumme Nummer. So eine komische. Ich habe in letzter Zeit immer, kriege ich immer Anrufe aus Hamburg auf dem Handy. Ist dann so ein Callcenter, das sagt immer, ey, sie waren doch bei Rossmann. Haben dann im Gewinnspiel teilgemacht und ich sage immer nur, Victor, ihr Wichser. Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber das ist Telefonterror vom Feinsten. Ja. So, 1771. Ich glaube noch ungefähr 20 Jahre oder bis wir annektieren können. Oder integrieren können. 97, sogar noch 28 Jahre. 26, sorry. Gut. 1770. Was war denn hier mit dem letzten Institution, die ist noch gar nicht ausgebrochen. Noch gar nicht ausgebrochen. 20 Jahre drüber. Ja, weil wir, also wir können es nicht haben, weil wir nirgendwo einen Schmelzofen bauen können. Wir haben keine Kohle. Habe ich mir die Handelswaren nirgendwo hingelegt? Nein, anscheinend nicht. Handelsgüter. Haben wir hier überhaupt irgendwo Kohle? Ich sehe keine. Ich glaube, können wir auch nicht suchen, gell? Kohle, nee. Aber es gibt Kohle schon, oder? Gute Frage, nächste Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Ja, dann haben wir jetzt ganz viel Frieden. Blöderweise auch mit Frankreich. Ich hätte gerne hier hinten so ein bisschen was von den französischen Kolonien. Wem ist in Frankreich verbündet? Kirchenstaat Montferrat. Und ich nehme an, auch Montferrat und Kirchenstaat waren im Krieg, ja. Also Kirchenstaat sowieso. Du bist mit
Xi verbündet, bringt mir wenig. Neufundland. Ja, Neufundland bringt mir halt auch nichts. Sagen, warum kann ich eigentlich ständig der Kurie was spenden? Auch seltsam. Vielleicht mit meinem König. Oh, wir könnten dann später in die Legitimität ein bisschen investieren. Sobald unser König alt genug ist. Ah, Weltkarte ist übrigens komplett gedeckt. Oh, Nepal. Timuride lebt auch noch. Ja, Russland ist halt schon sehr, sehr mächtig. Das ist eigentlich tatsächlich so gut wie alles, glaube ich, kolonisiert. Das hier ist, glaube ich, alles Ödland, oder? Ja. Ich glaube, es gibt keine Kolonie mehr. Naja, hier hinten vielleicht noch ein bisschen. Nee, Spanien. Wow. Ich glaube, es gibt keine Kolonie mehr. Diplorep. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier haben wir neue Kanonen. Noch irgendwas Neues? Nein. Was passiert hier? Portugal wird besetzt von Mali, okay. Auch spannend. Okay, Truppenstärke geht nach oben. Dann schauen wir mal Georgien. Russland und Litauen. Aber warum haben die so wenig Truppen? Russland hat 400.000 Mann, also genauso viel wie ich. Dreihundertsiebzig, 52.000 Litauen, 26.000 Georgien. Reiter haben sie alle nicht. 16.000 Litauen, 15.000 Georgien. Die anderen sind so schwach. Dann noch Polen und Norwegen reinruf. Norwegen hat auch keine Truppen. Was? Wieso hat denn Norwegen keine Truppen? Die wurden wohl etwas... Okay, die würde ich weglassen. Polen hat schon ein paar Truppen. Wir gegen Russland. Oh, hat eh gerade einen schönen Krieg. Timuridenreich, Mameluke, blaue Horde. Schaut das allgemein vom Trupplimit aus. Also Russland natürlich nochmal 100.000 Mann mehr als wir. Bengalen, Spanien, Timuride. Spanien ist auch am Ende. Die haben ganz schön anscheinend kassiert im Krieg. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir sofort Frieden gemacht haben. Das ist heftig. Timuride, okay. Blaue Horde. Interessant. Wäre ein guter Zeitpunkt, vielleicht auch gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Oh, der Russe ist aber wahrscheinlich stärker als wir. Jawohl. Tradition, Professionalität. Ja, ist ungefähr ausgeglichen. Malaysia. Großbritannien, 76.000 Söldner.
Tja. Geh nur gegen uns in Krieg? Nein. Da wäre auch England mit dabei. Na ja, komm, nervt mich nicht. Jemen, Friede. Ich überlege mir mal was. Für die Folge würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Schauen wir mal. Also so grundsätzlich würde Moldawien 14. Wir könnten nächstes Jahr gegen Moldawien ziehen. Also ich habe immer noch hier den Plan mit Griechenland. Das würde mir vielleicht gefallen. Mameluke, Chili, Dalmatien. Ja, das würde mir nicht ganz gut gefallen. Ich glaube, das warten wir ab. Aber nächste Folge, Leute. Also danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.